Behober auf dem Schrannerplatz, beim Fischerbrunner unserem Schatz sind wir am Fischertag daheu. Gefreut hat's die Memminger, dass der Fischerspruch wieder am Schrannenplatz beim Fischerbrunnen stattfinden konnte. Durch den Umbau mussten die Fischer im letzten Jahr ausweichen. Am Stadtbach angelangt, war Konzentration gefordert. Und ab ins kühle Nass. Oberbürgermeister Ivo Holzinger springt schon zum 27. Mal rein. Aber auch ausgeklügelte Fangmanöver scheinen nicht zu helfen. Die einzigen, die zu leiden schienen, waren die Zuschauer. Denn wer ein echter Memminger ist, kennt keine Furcht vorm Stadtbach. Egal bei welchem Wetter. Ja, das ist mir gleich, weil nass wird man sowieso. Für die Zuschauer ist es nicht so toll. Aber sonst für uns ist es eigentlich gleich. Wie viele Fische haben Sie denn gefangen? Einen. Gut, leider hat nur das Mal nur einen Fisch, aber die Ehre ist gerettet. Im Bach war es wie immer schön nass und kalt, aber dieses Jahr war wirklich mal wieder gut. Ich habe seit 3 Jahren endlich mal wieder was gefangen und ich freue mich tierisch. Das Einzige war, dass es am Bach vorm Schuss noch sehr kalt war, dadurch, dass es geregnet hat, aber im Bach war es dann wärmer. Nach dem Fischen geht's dann zum Wiegen an den Marktplatz. Die größte Regenbogenforelle gewinnt. Und obwohl er diesmal keine gefangen hat, ist der Oberbürgermeister sehr stolz auf den Fischertag. Er ist ja einmalig in ganz Europa. Wir haben heute Gäste da aus unseren beiden Partnerstädten Osch in Frankreich und Teramo in Italien. Und die bestätigen das auch. Er ist deshalb einmalig, weil es nicht bloß ein Jux und eine Tollerei ist, sondern dahinter steckt ein ganz existenzieller Grund, nämlich das Bachausfischen, das man damals gemacht hat, um eben auch Lebensmittel zu haben, um den Bach zu reinigen, also praktisch die Sauberkeit der Stadt und natürlich auch damit die Hygiene in der Stadt zu haben im Mittelalter. Und das steckt natürlich noch dahinter. Heute holen wir die Fische aus und verzehren sie hinterher auch, aber das ist nicht mehr das Allerwichtigste. Das Wichtigste beim Fischertag ist heuer offensichtlich der Spaß. In der Stadionhalle durfte im Anschluss der noch amtierende Fischerkönig Wolfgang II. Die Show genießen. Aber schon bald hat er eine Brotzeit bekommen und wurde verabschiedet. Neuer König in Memmingen, Thomas III., der 100., weil er seit 1900 der 100. Fischerkönig ist. Mit einer 2 Kilo schweren Regenbogenforelle kommt der Landsknecht auf den Thron. Und mit der Krone kommt nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch einige Verpflichtungen auf ihn zu. Er muss präsent sein im Fischertagsverein, das ist klar. Da hat er seine Pflichten bei Veranstaltungen und so weiter. Und die meisten Könige tun das auch. Es gibt aber auch da Menschen, die sich dann sehr zurückhalten. Das sind halt dann nicht so erfolgreich als Könige. Der neue König ist gekrönt, die Feier in der Stadionhalle mit etwa 4000 Zuschauern inzwischen vorbei und am Fischerbrunnen liegen nur noch die Reste der sogenannten Bären, der Kescher. Auf ein neues im nächsten Jahr.